Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir eine sehr interessante Variante vorstellen, in der man seinen Gegner sehr, sehr schnell einschnüren kann. Beginnend ist es mit E4 und C5, Springer F3 und D6, also ganz normale sizilianische Grundstellung. Und der Hauptzug ist hier natürlich offener Sizilianer mit Bauer nach D4. Aber eine beliebte Alternative ist in letzter Zeit auch der Zug Läufer nach B5 geworden, den ich selber auch gerne spiele und mit dem ich auch gute Erfolge erzielen konnte. Und hier gibt es eigentlich so drei Hauptzüge. Schwarz muss logischerweise das Schach blocken. Das meistgespielte Zug ist Läufer nach D7. Man kann aber auch Springer nach C6 spielen. Und im heutigen Video möchte ich mich mit dem interessanten Zug Springer nach D7 beschäftigen. Meiner Meinung nach auch einer der kritischen Tests von Läufer nach B5. Springer nach D7 hat hier die Idee, relativ schnell A6 folgen zu lassen, damit dann die erste Festung hier wieder aufzuheben. Beziehungsweise dann nach Läufer A4 mit B5 direkt mehr Raum zu gewinnen. Also meiner Meinung nach ein sehr interessanter Versuch. Ich spiele diese Stellung ja auch mit beiden Farben. Und mit schwarzer Seite möchte ich hier auch Springer D7 probieren. Die meisten Weißspieler spielen hier an der Stelle jetzt doch D4. Und dann bekommen wir eine ganz normale Stellung mit C schlägt D4. Und jetzt aber Dame schlägt D4. Wir nutzen aus, dass der Springer sich schon festgelegt hat auf D7 und nicht mehr nach C6 gehen kann. Normalerweise möchten wir nicht Dame schlägt D4 spielen, wenn ich hier zurückgehe. In der Stellung gibt es natürlich auch Dame schlägt D4, aber es ist nicht so beliebt, weil früher oder später der Springer nach C6 kommt und die Dame direkt wieder angreift auf D4 und meistens auch vertreibt. Genau, im heutigen Video geht es wie gesagt um Läufer B5, Springer D7. Alternativen sind auch noch hier kurze Rochade oder C3. Aber ich möchte euch heute die sehr coole Variante vorstellen, die beginnt mit Läufer nach A4. Tatsächlich ist das Ganze auch ein Gambit. Das heißt, der beliebteste Zug von Schwarz ist hier Springer nach F6, ganz normaler Entwicklungszug. Und jetzt kümmern wir uns nicht um den Bauern nach E4, sondern rochieren hier kurz. Und im heutigen Video möchte ich euch eine Partie von mir zeigen, wo der Gegner auf E4 rausgeschlagen hat. Und man sieht, wie gefährlich und durchschlagend dann ein Angriff von Weiß werden kann. Der Hauptzug in der Stellung ist allerdings A6, also die meisten Leute nehmen den Bauern gar nicht, beziehungsweise nicht direkt, spielen erst A6. Dann sollte man mit Weiß C4 spielen, um B5 zu verhindern. Sehr, sehr typischer Zug auch in dieser Struktur, in dieser Stellung C4. Jetzt konnte man Springer schlägt E4 wieder spielen, das wäre so ein bisschen Zukunftsstellung. Man hätte halt nur A6 und C4 eingeschoben. Vielleicht wäre ein bisschen besser für Schwarz, als direkt auf E4 zu nehmen, aber trotzdem vollkommen spielbar für Weiß. Aber die meisten Leute, die erst A6 spielen, spielen dann auch G6. Das heißt, sie schlagen den Bauern gar nicht raus, sondern es entwickelt sich eine ganz normale spielbare Stellung, die auch gute Chancen für Weiß verspricht. Im heutigen Video möchte ich aber euch die Partie zeigen, wo mein Gegner hier auf E4 rausgeschlagen hat. Und der Zug, der dann als nächstes kommt, ist Turm nach E1. Das greift den Springer direkt wieder an. Der beste Zug für Schwarz ist es auch, diesen hier wieder zurückzuziehen. Und jetzt sehen wir schon zwei sehr, sehr entscheidende Festungen auf dem Brett. Die erste entscheidende Festung wird von diesem Läufer auf A4 ausgeübt. Das heißt, der Springer auf D7 kann sich nicht bewegen. Ist gefesselt, weil sonst der König im Schach stehen würde. Und die zweite Figur, beziehungsweise die zweite Festung eine schwarze Figur, ist der Bauer auf E7. Das heißt, der Turm auf E1 fesselt den Bauern auf E7. Inwiefern fesseln, das werden wir gleich noch sehen. Der beste Zug für Weiß ist hier D4. Man zieht ins Zentrum, man befreit den Läufer. Man möchte hier natürlich sich so schnell wie möglich fertig entwickeln. Und Schwarz schlägt auf D4, Springer schlägt D4. Und jetzt hat mein Gegner hier Dame nach A5 gespielt. Beliebter sind Züge wie E6. Und hier würde man zum Beispiel auch schon eine Möglichkeit der Festung sehen. Normalerweise hätte man natürlich nicht den Zug Springer F5. Springer nach F5, weil der Bauer den rausschlagen könnte. Aber da der Bauer gefesselt ist, muss Schwarz sich auch immer Sorgen machen, dass der Springer irgendwann mal auf dem Feld F5 auftauchen könnte. Ähnlich ist es zum Beispiel, werden wir gleich noch sehen, bei E5. E5 droht ja normalerweise jetzt hier den Springer auf D4 rauszunehmen, aber weil der Turm den Bauern fesselt, ist das Feld D4 oft genug gedeckt für Weiß. Mein Gegner hat sich in der Partie für Dame nach A5 entschieden, entwickelt die Dame. Zwar relativ früh, aber greift immerhin schon mal den Läufer nach A4 an. Springer nach C3 und jetzt hat er hier A6 gespielt.
A6 hat natürlich die Idee, hier B5 zu spielen, die erste nervige Festung aufzuheben. Diese Festung ist sehr, sehr nervig für Schwarz, da der Springer auf D7 natürlich die eigene Entwicklung blockiert und den König so ein bisschen selbst einschnürt. Von daher möchte Schwarz hier versuchen, B5 zu spielen. Und ich habe hier Läufer nach F4 gezogen. Die Idee ist, die andere Festung auszunutzen. Das heißt, wir möchten hier, oder ich möchte hier Läufer schlägt D6 spielen. Der schwarze Bauer kann nicht zurückschlagen, sonst würde der schwarze König wieder im Schach stehen. Das heißt, Läufer nach F4 droht hier Läufer schlägt D6. Und mein Gegner hat jetzt hier E6 gespielt. Er hätte auch E5 spielen können, was natürlich auf den ersten Blick wieder wie eine Bauerngabe aussieht. Aber wieder kommt die Fesselung ins Spiel. Der Bauer kann hier den Läufer nicht schlagen. Wir können hier Springer F5 machen, was Springer schlägt D6 droht. Und sobald dieser Bauer fällt, fällt das ganze, ganze schwarze Stellung wie ein Kartenhaus zusammen. Das heißt, Schwarz muss sich bemühen, das zusammenzuhalten. Dame C5, Läufer E3, Dame C7, Springer D5, Springer schlägt D5 und Dame schlägt D5. Ich finde, hier sieht man sehr, sehr eindrucksvoll, warum diese Stellung so extrem gut ist für Weiß. Die gegnerischen Figuren wirken alle extrem eingeschnürt, haben sehr, sehr wenig Freiraum, sehr, sehr wenig Spielraum. Und der schwarze Angriff, beziehungsweise der weiße Angriff, die weißen Figuren stehen alle sehr auf sehr harmonischen Feldern. Also die Dame hier schön im Zentrum, der Springer auf F5, eine sehr, sehr gefährliche Figur. Es gibt viele Leute, die sagen, dass ein Springer auf F5 oder alternativ ein schwarzer Springer auf F4 in den meisten Fällen so viel wert ist wie ein Turm, weil es einfach eine extrem gefährliche Angriffsfigur ist. Und hier zum Beispiel G6, dann könnte man Springer H6 spielen. Es droht hier auf F7 ein Einschlag. Und nach dem Tausch hier verhindern wir immer noch die gegnerische kurze Rochade und stehen, wie gesagt, sehr, sehr dominant. Nach Turm B8 zum Beispiel, B5 vorzubereiten, kann man auch Turm AD1 spielen und alle weißen Figuren stehen sehr, sehr harmonisch. Man bekommt zumindest seinen Bauern auf jeden Fall wieder mit einer deutlich besseren Stellung. Mein Gegner hat sich aber hier für E6 entschieden. Und da geht direkt der nächste Schlag. Und zwar habe ich hier meinen Springer geopfert. Springer schlägt E6. Folgt der F schlägt E6 und Turm schlägt E6. Jetzt steht der gegnerische König vor großen Problemen. Das Blockieren mit dem Läufer geht nicht. Dann ist der D6 einfach direkt weg. Also entweder Dame schlägt E6 oder Läufer schlägt E6. Dann ist der E7 direkt noch einmal angegriffen. Und fällt dann auch im nächsten Zug. Das heißt, das geht überhaupt nicht für Schwarz. Und nach zum Beispiel König D8 kann man ganz einfach seinen Läufer zurück nach B3 ziehen und diese Stellung langsam spielen. Man hat hier Langzeitkompensation, da der König auf D8 sein Rochaderecht verloren hat und immer im Zentrum stehen bleiben wird und immer ein Angriffsziel sein wird für die weißen Figuren. Und Schwarz hat zwar im Moment eine Figur mehr, aber die ist eine dieser Figuren und macht kaum einen großen Unterschied. Zudem sind auch noch die Türme alle auf der Grundreihe. Also es braucht noch sehr, sehr lange, bis Schwarz sich hier halbwegs koordinieren kann und seine Figuren aktivieren kann. Mein Gegner in der Partie hat hier König nach F7 gezogen. Und auch auf diesen Zug folgt hier Starkläufer nach B3. Droht hier direkt einen Abzug des Turms mit einem Schach, also zum Beispiel Turm E5 Schach, was die Dame gewinnen würde. Und mein Gegner hat sich dazu entschieden, diese Linie bzw. diese Diagonale zu unterbrechen mit dem Zug D5. Aber auf D5 folgt der nächste Schlag. Springer schlägt D5. Der Turm hängt zwar in der Luft, ist aber natürlich tabu. Also das ist auch relativ offensichtlich, ne? Wenn der König hier so mitten im Zentrum steht, wird es auch relativ schnell matt. Das heißt, es folgt Dame E2, König F7, Springer schlägt F6. Und das ist ein Schach. Der Läufer auf B3 entfaltet seinen Erfolg. Seine komplette Macht, seine komplette Kraft. Und hier gibt es kein Entkommen mehr. Also König schlägt F6, dann ist Dame E6 Schachmatt. Und auch König G6 wird zeitnah matt nach Dame G4, Dame G5 und Dame schlägt G5 ist ebenfalls Schachmatt. Also der Turm ist hier tabu. Und mein Gegner hat hier noch versucht, Springer nach C5 zu spielen. Eigentlich kein schlechter Zug. Die Idee ist, dass der Läufer auf B3 hängt. Beziehungsweise der Läufer auf B3 rausgeschlagen werden kann. Der Turm auf E6 wird jetzt auch vom Läufer angegriffen. Aber er hat hier übersehen, dass es weitere taktische Schläge hier gibt. Und zwar den starken Zug Turm schlägt F6. Schwarz hat den rausgeschlagen, aber die Situation ist eh schon hoffnungslos. Dann folgt Dame H5 Schach, König G7.
Läufer H6 Schach, König G8 und Springer schlägt F6 Doppelschach. Der Läufer auf B3 steht hier auch noch mit. Springer F6 gibt einen Schach und das ist logischerweise auch Schachmatt. Der gegnerische König kann nirgendwo mehr hin. Eine sehr, sehr coole Partie. Mit einem sehr, sehr schönen Angriff und vielen Fesselungen, wo der Gegner es echt schwer hatte, sich zu entfalten, seine Figuren zu aktivieren. Und das sind sehr, sehr schöne Partien. Und ich denke, deshalb ist eben dieser Läufer A4 sieht erstmal recht ungefährlich aus, kann aber recht schnell zu einer gefährlichen Waffe werden. Also Läufer A4 ist natürlich erstmal ein ungefährlicher Rückzug, hat aber sehr interessante Ideen. Ich glaube, ich hätte vergessen anzusprechen, warum man überhaupt Läufer A4 spielt. Man spielt Läufer A4, damit nicht A6 funktioniert und B5 sozusagen dann direkt kommt. Sozusagen, wenn der Läufer auf B5 steht, dann kommt A6 immer mit Tempo. Ich bin bester Schacherklärer. Erklärt die Pointe erst ganz zum Schluss. Okay, so macht man es normalerweise erst, aber der Grund für Läufer A4 ist natürlich, dass man A6 aus dem Weg gehen möchte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr könnt es ja gerne mal in eurer Praxis ausprobieren und in euren Schachpartien ausprobieren und mir es gerne unten in die Kommentare schreiben, wie es für euch funktioniert hat, ob ihr die Variante schon kanntet, ob ihr vielleicht sogar schon Erfahrung damit habt. Und bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch viel Erfolg in euren Schachpartien. Bis dahin!